Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Es ist dunkel und mit mir spielt irgendwo die Mathilde. Ja, warte, ich bin hinter dir. Hi! Ja, ich muss mal gucken, wo die Richtung ist. Ich glaube, wir müssen einfach nach Süden, genau. Du hast gesagt, wer hat denn hier die ganzen Eichelköpfe? Ich weiß es nicht, überlegt? Das waren bestimmt die Spinne letztes Mal. Die hat das einfach rausgeworfen aus der Tasche, ich hab's gesehen. Wie frech. Ah, oh, er ist so schnell. Ja, ich glaube, jetzt bei der Falle wird noch nichts sein. Es ist nicht. Ups, Alter. Das glaube ich auch nicht. Warte, wo bist du denn hinter? Oh, die. Du. Ich bin gerade 5 Meter nach rechts gesprungen. My mom always says I light up a room. Was hast du davon? Oh, direkt unter mir ist in mittlerweile. Moment, 1 Kilometer entfernt. 1 Kilometer Entfernung. Mein angezeigter Dingsbums. Rucksack, den wir ja doch noch hier gefunden haben. Ja. Müssen wir mal aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier eine harmlose Gegend ist. Ach, die Minzbox wollten wir noch. Ach ja, die war hier irgendwo. Warte mal. Das Zeug, was. Oh, mir wird nichts angezeigt. Was soll der Scheiß denn? Ich sehe es auf der Karte leider nicht. Sorry. Field Station? Nee, ich sehe es gerade auch nicht. Also ich sehe tatsächlich gar nichts. Ach so, das ist noch schlimmer. Also ich habe hier gar nichts angezeigt. Ich wüsste jetzt nicht, was das ist. Ich glaube, das ist direkt im Süden. Ach nee, das ist hier Baseball. Das ist hier der. Nee, das hat so ein genau so ein Ding, so ein Dings. Da kannst du rübergehen und dann wird dir das anzeigen. Das ist es. Ice Cap Mints. Das heißt, wir müssten nur ein bisschen nach links gehen. Siehst du ein Ice Catmans? Sind? Rechts. Ach, da. Du musst vorlaufen, ich sehe gerade nichts auf der Karte. Auch nicht, wo ich bin. Ist ja nicht so wichtig. Hm. Ich hoffe nur, ich laufe keiner Spinne oder so in den Arm. Das hoffe ich auch. Also in den Kommentaren stand auf jeden Fall, dass diese Minzblöcke nicht mehr droppen, ne? Die sind nur einmal da. Hm. Ah, hier ist er. Hm? Ah, ich bin blind. Yeah! Oh. Ah, aber dafür brauchen wir den besseren Hammer. Scheiße. Hatte uns, glaube ich, die Nachteule aber auch geschrieben. Ja, dann habe ich sie vergessen. Oh, sind noch ein paar Stückchen drin. Kann man es wieder zumachen? Nicht, dass die Ameisen das klauen. Ach, das klauen die schon nicht. Okay, wer ihr klaut das? Ich weiß, wo ihr wohnt. Ach so, du musst vorlaufen, weil mir bringt meine Karte so gar nichts. Ja, ich muss wieder ein bisschen in diese Richtung. Wir sammeln so ein bisschen Plant Fiber nebenbei, weil irgendwie kann man das immer gebrauchen. Fiber, ja, ja, Fiber. Fiber, Fiber. Fiber geht immer. Wenn du den großen Eimer siehst, dann sind wir schon richtig. Roter Eimer. Farbeimer umgekippt. Roter Farbeimer umgekippt. Und da ist ein Tautropfen, den will ich. Ja? Was greift mich denn an? Wahrscheinlich diese dummen Milben. Oh, das ist nur eine? Wir können Maidfass gebrauchen von daher. Ja, ja, Milben können wir echt gut töten, da brauchen wir. Da ist der Baseball. Das ist der Baseball. Oh, hier sind ein paar Mushrooms. Kannst du essen? Ja? Ja. Muss ich nicht vorher braten oder so? Nee. Ich glaube nicht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, jetzt wo du so nachgefragt hast. Auch in diese Richtung mehr, okay. Milbenpower!
Oh, aber ist ja schon heller, ne? Ja, brauche ich ja keine Fackel mehr. Ich glaube, wir sind da. Genau, hier ist die Hake. Ja, hier sind auch über viel Milben. Da oben drauf sind Arschlochkäfer. Ah, wir wollen ja auch ein paar Arschlochkäfer töten, ne? Ja, ich weiß bloß nicht, wo wir uns da verstecken, also... Oder wollten wir Arschlochkäfer aus dem Nahkampf erledigen? Ich glaube, wir wollten es mal probieren, weil man betäubt die auch mit der Ameisenkeule so ein bisschen. Ja, aber es sind zwei da oben. Siehst du, eine ist gerade an der Hake. Beim Blatt. Ja, ich versuche ihn mal anzupieksen. Oh, das ist eine hervorragende Idee, wenn man Bogen... Oh, nee. Bogenreichweite ist nicht groß genug. Weil da hinten haben wir keine Deckung oder so, also keinen erhöhten Punkt. Ja, schon klar. Dann müssen wir erstmal 10 Meter weit weglaufen. Oder können wir auf die Blätter klettern? Hier sind so Blätter. Also ich bin erhöht. Warte, ich auch gleich. Aber der Arschlochkäfer ist weg. Ah, ich auch. Ja, das ist ja auch nicht schlecht, wo du bist. Ja, und der Arschlochkäfer hat Angst vor mir. Oh, hi! Können wir Kreuzfeuer machen? Ey, bleib stehen, du Arschloch! Ich bin mutig! Oder auch nicht? Oder doch? Go, go, Power Mathilde! Lauf weg, da kommt der zweite schon. Ah, jetzt hat er sich wieder geheilt. Ich bin zu weit weg. Das ist wirklich not good. Wie komme ich hier hoch? Uhuhu. Willow! Thanks for saving me. Dankeschön. Der bei uns unten war, den habe ich ja. Warte mal, ich guck mal, ob ich da. Oh Mann, oh, jetzt bin ich runtergehüpft. Achtung! Oh, Scheiße. Verpiss dich. Oh, jetzt habe ich ihn angelockt. Achtung, nee, er kommt, ich muss weg. Ja, jetzt kannst du mir sowieso nicht helfen, weil ich in dieser Ätzflüssigkeit von dem Arschlochkäfer bin. Ah, er wartet auf mich. Kleines Arschloch, du Ulf. Ja, geht gerade nicht. Falls du es nicht bemerkt hast, du wirst von einem Arschlochkäfer bewacht. Ja, von zwei sogar. Und die Terrormilbe greift mich an hier. Ja. Du bist wirklich umzingelt. Aber wenn er gerade da oben so steht, dann... Heil dich nicht, du Arschloch. Ich... Poilt, ich wurde gekocht von einem Bombardierkäfer. Der hängt irgendwie da eine hier. Ja, bei mir fängt schon wieder alles an, sich in eine Ecke zu verrutschen. Nein, mein Essen ist dreckig oder kaputt. Oh, ich mag das, wenn diese Bombardierkäfer da irgendwie so hängen. Ja, wenn du sie töten kannst, ist das super. Einen habe ich. Kommt sehr da auch. Gut. Aber kommt nicht runter, der Sack. Du rächst mich, das finde ich super. Ja, das war Nummer 1. Oh, die Pfeile fliegen so weit weg. Das finde ich voll kacke. Aber wir werden, denke ich mal, hohen Pfeilverlust haben. Hm. Weil die rutschen hier den ganzen Berg runter. Na gut, das einzige Blöde war, also wir brauchen halt nur Maidfasten. Nadeln kriegen wir ja ohne Ende. Ja.
Nadine. Ah! Habe ich noch Platz überhaupt? Ja. Ach nö. Ich bin in die Anfangsschlucht geplumpst. Jetzt ist der andere Arschkäfer da und bewacht seinen toten Kumpel. Hm. Ach nee, jetzt keine Mites. Ich habe nichts zum Kämpfen. No water filtration tablets needed. Bei den einen kann es kurz looten und dann. Ach, hier ist noch der Kopf. Hehehe. Arschloch. So, das war Nummer 1. So, ich bin auch wieder da. Ja. Oh, dass der immer hier mein Inventar anders macht. Das ist voll doof. Voll doof. Ups, das war voll doof. Ich wollte mich ducken. Ja, ich würde ihn gerne auch zu diesem Rand locken. Dass ich den da so easy peasy töten kann. Mist. Ah, er sieht mich schon. Geronimo. Wo ist er? Mathilde, pass auf, der ist irgendwo noch bei dir, ne? Ich sehe ihn nicht. Ja, ich weiß, der verfolgt mich hier gerade. Ach, Mann. Aua, 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 ich komm nicht weg. Scheiße. Jetzt hängt er da, wo der andere auch war. Perfekt. Milbe. Arschloch. Gut, weiter. Ich schieße weiter auf den Käfer. Ich komme auch. Headshots. Er ist tot. Es regnet Pfeile, wollte ich sagen. Müsste ja oben ja safe sein, ne? Ja. Ja, ein Kopf ist runtergerollt. Ja, ich hab ihn. Ah, nimm das, du Kopf, du. Also ist jetzt wie in echt Pfeile sammeln. Mhm. Total. Aber in echt wird einem nicht so ein schönes, Sprechzeichen hier angezeigt. Nee, das leider nicht. Das wäre toll. Man geht Bogenschießen und dann kriegt man so eine Sprechblase angezeigt. Hey, hier ist dein Pfeil. Das wäre geil. Das stimmt. 46 habe ich. Alter, bis hier hinten runtergerutscht. Das ist ja unglaublich. Unrealistisch runtergerutscht. Der rutscht ja immer noch runter. Ja! Was ist denn? Naja, hier so ein Flora, wie die Viecher heißen hier. Der ist gerade weggelaufen. Habe ich noch beim Laufen erwischt. Nicht schlecht. Ich wollte mal gucken, ob ich glaube, dahinter ist irgendwo eine Spinne. Zumindest hat sich. Ach nee, das Gras hat sich normal bewegt. Nee, da ist. Warte mal, irgendwas ist da. War oben auf dem Berg noch? Da ist eine Stinkwanze. Ja, können wir auch gleich machen. Aber hier sind noch überall Pfeile. Die habe ich alle nicht gesehen. Ja, das ist die Synchronisation, die nicht hinhaut. Und dann weiß ich nicht, ob hier noch irgendwas Tolles ist. Science-Punkte oder so. Wenn hier schon Arschlochkäfer ja, oben sind. Ja, die Stinkwanze bewegt sich so langsam in unsere Richtung. Hinter dem Hügel ist und immer noch. Das ist vor allem nur eine einzige Stinkwanze. Ey, ich hab hier was. Eine Scar. Ja, nimm! Was ist das? Flying minus V. Okay, Stinkwanze. Ich komme. Oh ne, es sind doch zwei.
Das heißt, es ist möglich, dass wir einen schnellen Rückzug vornehmen müssen. Kommen wir auf das und Stein? Ob die da drauf kommen? Ich habe keine Ahnung. Also ich mag den Stein. Der Stein ist schön. Ich mag ihn. Okay. Ich würde jetzt mal eine anpieksen, ne? Ja. Huhuhu! Lauf! Aber ja, der stinkt, ne? Ja, der stinkt. Spuckt der auch? Oder macht er nur Pups? Ich glaube, der macht noch Pups. Sind aber... Ja, da hängt er an den Pfeilen echt gut zu machen, ne? Der hängt schön fest. An der Pflanze. Ich sehe ihn kaum noch. Ich sehe seinen Kopf nicht. Nur, ich sehe nur Pfeile. Aber ja, ich habe Angst, dass er pupst oder so. Dann musst du Distanz gewinnen. Ja, ich glaube, da bist du aber noch gut entfernt. Weil hilft mir mein Stein nicht. Ausdauer brauche ich. So, und weiter. Yeah! Ja, waren es nur noch 4. Hast du noch genug Platz? Ich habe noch 3 Slots frei. Okay, ich habe 2. Jetzt sind es nur noch 2, weil ich jetzt so viele Arrows genommen habe. Aber da war noch ein zweiter aus Dingbad und dann würde ich den nämlich auch nehmen. Ich egal. Du positionierst dich genauso wie eben gerade schon. Richtig. Genau so stelle ich mich hin. Und gut, dann läufst du vorbei, ich mache ihn aggro, dass er dann zu mir kommt wieder. Okay. Kann ich? Ja. Mist. Perfekt. Wir sind gut. Gut, dass sie so doof sind. Ja. Und durch Zufall diese gute Position, diese gute Laufstrecke ermittelt haben. Richtig. So sind die Stinkbugs ja überhaupt kein Problem. Ich bin aber auch nicht so scharf drauf, den in Nahkampf zu stellen. Nee, Nahkampf ist echt blöd ohne Gasmaske. Boah, ich muss mal nebenbei was trinken. Okay, Pfeile. Meine Pfeile. Sind hier wieder welche runtergerutscht? Ja. Oh ja, hier ist auch noch einer. Meine. Hier auch noch einer. Was ist das denn hier? Sieht aus wie irgendein Rohstoff, oder? Ja. Hier. Oh nein! Oh, da ist. Sasasasaien. Scheiße. Oh, das sieht nach einer Spinnhülle aus. Ich komme ja nicht raus. Gut, dass ich nicht nachgesprungen bin. Nee, bleib mal nicht. Scheiße, komme ich nicht raus? Können wir irgendwelche Kisten bauen? Also ich will nicht weiter runter. Ich scheine einen Weg hier gesehen zu sehen. Hier ist zumindest ein Eingang in eine Spinnhöhle. Bei mir geht es nämlich nur komischerweise noch tiefer. Das Wasser sehe ich. Aber ich höre Spinnen. Und ich werde angegriffen. Ja, hier geht's rein in eine Spinnhöhle. So Minispinnen und eine große Spinne. Scheiße. Ich will ja nicht hin. Ich komme jetzt hier auch nicht mehr weg. Kann ich diese Steine kaputt schlagen? Gut, ich bin tot. Das ist ja scheiße. Können wir Kisten? Ich versuche zu dir zu kommen. Ich wage mich in diese Spinnhülle runter. Dann töte ich die Spinnen, was ich sehe, von oben. Wenn du von oben was töten kannst, ist das super. Ich hoffe, da kommt nicht von hinten eine Spinne irgendwann angelaufen, ey.
Alter, wäre es sehr cool, wenn du hier durchkommen würdest. Ich trau mich da nicht runter. Warte ganz kurz mal. Komm, du Spinnenmama. Orb Weaver. Die verpissen sich gleich, wenn ich den treffe. Eins bei deinem... Ich bin hier gerade echt mega nervös. Ja. Wenn ich Gott, und jetzt sind da diese scheiß Würmer. Hm. Können die in Wasser rein? Ich hab keine Ahnung. Da ist Wasser. Oh, das Problem ist, sie heilen sich auch wieder, wenn sie aus meinem Sichtfeld gehen. Ja. Scheiße. Oh, ich bin runtergeplumpst. Ich hab dich gerade gesehen. Ich hab dich gerade runterplumpsen sehen. Hier geht's zum Ausgang, hier geht's auf raus. Auf der anderen Seite sind sie, ich habe Pfeile verloren. Lass weg, 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 weg. Ach, warum? Ja, die sind hier überall. Falls du noch Platz hast... Ich häng fest, ich häng fest. Wie geht das denn, Alter? Spinnenweben sind klebrig. Oh, Minosch. Oh. Boah. Ich will hier raus. Ja, wenn du noch mitnehmen kannst, hier liegen noch ganz viele Spinnenweben auf dem Boden. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ja, konnte ich. Ja, hier liegen noch mehr. Boah, Alter. Durch die Spinnen bin ich gerade so gestresst. Inventar ist voll. Ja, meins auch. Lass uns nach Hause gehen. Bin für den Kampf mit Spinnen nicht gemacht. Ich entwickle hier eine Spinnenphobie, glaube ich, in dem Spiel. Puh. Apropos Spinnen. Das klingt nicht gut. Sind, glaube ich, Milben, die hier rumkrabbeln. Ja, oder Ameisen sehe ich dahinter. Lass uns nach Hause gehen. Ja, das war jetzt auch genug Aufregung. Hallo. Kannst du uns vielleicht an der Field Station vorbeileiten? Field Station? Ich habe zwei Sachen zum Analysieren, nämlich. Ja. Müssen wir gerade auslaufen. Boah, Alter, ich hatte echt ein bisschen Panik. Weil wenn du nicht zu mir gekommen wärst und ich hätte runtergemusst und wäre gestorben, wäre mein ganzes Zeug weg. Hm. Da habe ich. Nee, es wäre da nur erstmal lange gelagert. Ich meine, ich bin ja auch in einer Spinnenhülle gestorben und das liegt ja auch immer noch da. Ja, ich finde es ist ja auch schon echt traurig. Hier ist eine Field Station. Ja, vor allem hättest du halt nicht gewusst, welcher Ausgang der richtige ist. So welcher Seite du musst hättest. Ja, mit Spinne oder ohne? Boah, Action, ey. Science. Science. Hast du noch was, das analysiert werden kann? Muss ich gucken. Nö, hab nix. Okay, dann können wir ja weiter nach Hause. Science. Da ist zu Hause. Und mal wieder an der Falle vorbeigehen. Ja. Ich bin gespannt. Weil die Löwen, die... Typen, die sich ja töten, die lösen. Es sind auf jeden Fall schon ein paar Ameisen da. Oh ja, Party. Irgendwas tot? Nö, ne? Ist jetzt noch nicht. Ach, wir können auch ein paar Grasplanken. Oh, hier! Frisch gestorben! Ach, jetzt töten sie sich gerade. Ich habe keinen Platz, glaube ich. Ich nehme mal Gras. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Platz, oder? Nee, doch nicht. Schade. Warte, hier so ein Grub-Hide. Oder. Ah, nee! Ich kann hier Crude Ropes machen. Weil ich so für Pflanzen Weil die lösen sich, glaube ich, auf, wenn sie sterben. Und wenn wir immer genug Parts haben, dann brauchen wir ja gar nicht unsere Rüstungen reparieren. Ja. Ich glaube falsch. Mein Haus. Da ist mein Haus. Ach so, genau. Grasplanken mitnehmen. Wenn die hier schon so schön rumliegen. Habe ich auf den Schultern. Oh, wer hat diesen Müll hier hingelegt? Unglaublich. Welchen meinst du genau? Was? Wow!
Arschlochkäfer! Jetzt hau um! Ja, ich bin nur noch entfernt. Das Doofe ist, diese Tops sind scheiße. Die immer in echtem. Das ist. Ah, kein Platz. Guckst du schlecht vorbei? Ich musste da die Grashalme, hat mich verwundet, diese Sackratte. Na, ja, das kriegt er wieder. Das kriegt er wieder. So. Ach, jetzt gehst du nach Hause, du Arschloch. Du bist wirklich ein Arschlochkäfer. Richtig Arschloch, ey. Wollen wir ihm den Popo verhauen? At least it's clean. Na, hab ich dich erwischt? Nein. Zack. Da hinten am Zaun, da ist auch manchmal eine Spinne, da wo ich hingucke. Ja, ja. Ich wollte mich erstmal ein bisschen abladen. Boah. Och, nicht schon wieder, ey. Das ist doch Banane hier. Sonst machen wir es. Oh, genau, da sehe ich sogar gerade eine Ja, genau. Und da ist auch das, der Arschloch. Ja, da ist auch der Arschlochkäfer. Sollen sie sich doch gegenseitig umdrehen? Da kommt er wieder. Ich will dich töten. Einfach, weil du ein Arschloch bist. Oh! I need some help. Ich komme, Peter! Peter, hang in there. Ich habe in sein Arschloch geguckt. Ich sehe, glaube ich, den Himmel. Es ist alles... Oh! Echt, bleib mal auf den, dass wir uns ein bisschen trennen. Nicht, ja, dass wir beide gleichzeitig sterben. Das wäre echt ein bisschen scheiße. Ich probiere mal runter zu gehen. Ich muss sowieso demnächst mal sterben, weil sich bei mir wieder alles verschiebt. Nee, lass doch ein bisschen. Ja, okay. Dann hau ich ihn. Ich versuch's einfach mal, mich von hinten anzuschleichen. Warte, ich habe gerade keine Ausdauer. So, jetzt kannst du gerne machen. Ah, da hat er natürlich direkt vor die Füße gerotzt. Fantastisch. Sammel nicht die ganzen Pfeile ein. Zu spät. Oh, toll. Nehmen jetzt die ganzen Tops wieder mit. Mit dem Ameisenklapp hat Mathilde den Stinkkäfer umgehauen. Oh yeah! Und dann mache ich das, was ich immer so gerne mache. Doch hier schmeiße ich sie hin. Hier laufen wir eh nicht lang. Vorsichtshalber lege ich mal hier die Stinkbug-Parts und so zur Seite, ne? Nicht, dass die verloren gehen. Oder nimm du die vielleicht direkt am besten. Nicht, dass hier mein dieses Inventar wieder runterfällt. Und das sind jetzt auch schon... Oh, mittlerweile sind es 4 Kilometer. Wo bist du denn oben? Ich bin im Haus. So, dann? So. Ah! Das sind so die wichtigsten Sachen. Okay, hat reingepasst. Dann packe ich die mal in die Kiste. Yes. Jetzt falle ich nämlich gleich erstmal wieder durch den Boden. Hm. Also ich bin mir... Ich bin mir sehr sicher, dass ich erstmal durch den Boden falle. Jo! Ui! Sehr schön! Oh, ich sehe den Sonnenuntergang von unter der Erde. Also wir haben, glaube ich, die Routen der Viecher geändert. Jetzt kommt da von links sogar eine Spinne lang am Gartenzaun. Das hat die vorher auch nicht gemacht. Die bringen ihre Routen durcheinander.
probably what bottled water is. Yum. Dann versuche ich nochmal was zu jagen. Mach das. Natürlich keiner hier. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen hier Webfiber sammeln können. Unten laufen sie. So, jetzt wollte ich mal gucken, was ich jetzt Schönes bauen kann. Ach ja, da brauchen wir noch ein Ladybug-Herd. Boiling Gland. Na, wo seid ihr denn? Ich glaube, wir hatten sie alle getötet hier in der Ecke. Schade. Wir haben noch ein Boiling Gland. Und was kriegen wir das? Arschlochkäfer oder? Ja. Okay. Oh nein, hier sind noch zwei weitere. Müssen. Dann können wir uns einen besseren Hammer bauen, weißt du? Aber nur einen? Berry oder? Leather und Stinkbug Parts. Gucke gerade, wie viel ich zusammenkriege. Oh, ein Stink. Ach nee. Let there be light. Ich glaube, wir brauchen mehr Berry Leather. Ja. Hä? Ich hab doch Stinkbug Part. Ah, nein, das ist Bombardier Part, nicht Stinkbug Part. Oh. Diese Ameisen nerven mir schon wieder an der Basis. Ja. Oh, ein Berry Leather fehlt. Dann Alter, was hätten sammelt wir einen. Ihr? Ach. Wir haben oben das Lagerfeuer an. Ah. Das lockt die an. Kann man das Lagerfeuer wieder ausmachen manuell? Nee, ne? Mm-mm. Ah, ich brauche Berry Leather. Ich muss wieder auf den Baum klettern. Dann komme ich nächstes Mal mit. Oh, dann nimm dir auf jeden Fall hier einen Löwenzahn-Dings mit. Da kann man dann vom Baum springen. Das macht Spaß. Ja. Aber irgendwas wollte ich noch gucken. Ich muss meinen Bogen reparieren. Schon wieder. Genau, ich wollte gucken, was man für eine Gasmaske braucht.
Stiefelnuss. Oh, wir können uns Gasmasken bauen. Ich baue uns beide eine Gasmaske. Dann kommen wir mal ins Stinkegebiet, ja? Im Gasgebiet. Das sieht ja cool aus. Auf dem Gras, also auf dem natürlichen Gras liegen Grashalme. Ist ja witzig. Ja, ich weiß. Warum sage ich das ja auch? Don't even need to boil it. Oh! Die kommen hier hoch. Wer kommt hoch? Die Ameisen. Alter, sind das viele. ...20 Stück. Gut, dass wir Ameisenklamotten tragen. Ja. Und gut, dass ich weiß, wo, von wo die hochkommen. Da baue ich eine Falle hin, du. Da kommt der nicht mehr hoch. Ach ja, und wir brauchen ja hier Acorns Shell. Ja. Also müssen wir nochmal zum Baum. Ja. Geh doch mal aus hier. Scheiß Ofen. Macht Tür zu. Ihr kommt hier nicht rein. Geht nach Hause. Geht dahin, von wo ihr herkommt. Kackameisen. Sind die jetzt einmal hier unter dem Stein durchge... von der einen Ecke durch die andere? Oder haben wir zwei Ameisenstellen? Ne, die sind von... doch, hier sind noch welche. Hier sind auch nochmal so 10 Stück. Achso, das muss ich ja mitnehmen. Für den Baum. Scheiß Ameisen. Achso, ich pack dir eine Gasmaske in die hinterste Truhe. Jo. Dann würde ich sagen, dann machen wir nächstes Mal weiter. Okay. Na, gehen wir auf den Baum oder zu dem anderen Baum. Für die Ahorn-Dinger und unten brauchen wir noch ein, zwei Fallen, damit die hier nicht hochkommen. Gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und, oh. Ich dachte, da werden jetzt alle aggro, aber jetzt wurden nur zwei Ameisen aggro. Ja, für die, die es noch nicht getan haben, liken und kommentieren und, nee, abonnieren meine ich. Oh, hinten geht wohl eine Spinne lang, hinter unserer Basis. Oh ja. Wollen wir die noch töten? Warte. Das ist bestimmt eine Speedspinne. Hast du Sichtkontakt? Ja, ja, die Sicht, Speedspinnen, die jagen ja nachts. Uhu! Uhu! Trau mich nicht. Ich sehe sie auch nicht. Ich sehe auch keine Bewegung mehr. Toll. Hm. Oh, warte mal. Ihr habt es gesehen oder war es Gras? Ich springe gerade auf dem Gras rum. Nee, ich dachte, da wäre was vorbeigehuscht, hab mich aber getäuscht. Hm. Ja, die ist bestimmt schon weg. Oh. Dann komme ich übers Gras zurückgehüpft. Denk daran, der Boden ist Lava. Ich bin ein Grashüpfer.
Oh nein, ich verbrenne, ich verbrenne, ich verbrenne, ich bin auf dem Boden. Du bist tot. Nein, da bin ich, hallo. Nein, der Boden ist Lava, du bist tot. Nein, ich bin doch hier, wir brauchen eine neue Mathilde. Good thing I'm hungry. Ja, iss mal was. Na gut, dann war's das für heute. Jo. Dann Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Ciao, du. Genau, bis zum nächsten Mal. Bleib brav. Tschüss. Tschüss. Boing. Wir sind Grashüpfer.